Willkommen zurück bei World of Warcraft. Da sind wir in Desolace angekommen und mittlerweile regnet es, beziehungsweise jetzt hier am Abend, als ich gerade eingeloggt bin. Und ja, genau, hier haben wir aufgehört und den Flugmeister hatten wir, glaube ich, noch aktiviert und Steingürteltier, Wüstenspinne und eine Felsviper, Viper, ich weiß es bis heute nicht. Steingürteltier holen wir uns gleich. Seid gegrüßt. Zwangsadaption. Während diese Region immer üppiger und grüner wird, werden die Wüstenkreaturen auf immer begrenzteren Raum zusammengedrängt. Besonders besorgniserregend ist das fortschreitende Aussterben der einheimischen Sturzflieger. Während der Nistzeit tun sich die Raubtiere an den Vögeln und ihren Eiern gütlich. Gütlich? Ich habe ein paar Sturzfliegereier aus Tanaris besorgt und sie mit einem unwiderstehlichen Lockstoff benetzt. Legt ein Ei in jedes Netz, das ihr finden könnt, und benutzt es, bis ein Sturzflieger kommt und es davonträgt. Ihr werdet damit dem natürlichen Gleichgewicht dieses Landes einen großen Dienst erweisen. Möge die ewige Sonne dauert immer so ein kleines bisschen bei mir, bis ich reingekommen bin mit dem Lesen. Verzeiht das bitte. Raues Land! Ich wurde vom Zirkel des Szenarios offiziell beauftragt, diese rauen Lande in eine saftige Prärie zu verwandeln. Die Länder südlich von hier sprießen bereits, aber hier kämpft irgendetwas dagegen an und widersteht dem Wachstum. Vielleicht können eure Augen ausfindig machen, was meinen verschlossen bleibt. Bitte tauchen, durchkämpft diese Länder und findet den Ursprung für die Sturheit der Wüste. Geht mit der Erdenmutter. So. Erst schnappen wir uns jetzt hier hinten mal das kleine Gürteltier, das interessiert mich. Das haben wir so, glaube ich, noch nicht gesehen. So, komm mal her hier. Ein kleiner Wirbelfetzer. Ach scheiße, jetzt kommt da so ein Scorpit. Das sieht ja witzig aus, das Gürteltier. Nö, jetzt kommt da noch so eine Hyänen- oder Skelettpfoten-Gang. So, komm mal her. Bevor der Gegner kommt. Ha, super. Die Schlange ist sogar gut gegen das Vieh. Grün. Oh, ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr gut. Probieren wir mal das. Ja, wunderbar. Ja, dürfte reichen. Und ab damit. Nein, daneben. Er hat die Falle einfach auf den Rücken geschmissen. Ach, das stackt sogar, wenn er sich das Panzerschild gibt. Wusste ich gar nicht. So, jetzt aber. Och, ist es denn die Möglichkeit? Ach, die Fähre. Okay, ich sehe es gerade. Die Felsweiber haben wir schon. Oh, jetzt. Ja, mal. Komm jetzt her. So, jetzt müssen wir Glück haben. Entweder das klappt oder. Gott sei Dank, ey. Die Wüstenspinne. Davon haben wir auch noch keine. Brauchen wir auch noch. Aber. Oh, Stufe 9. Das Steingürteltier sehe ich jetzt nicht mal, welche Stufe das war. Ach. Was ist das hier? Ah, okay. Ach, Mist. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall wechseln. Sonst hat sich's für erledigt für unseren kleinen Krebs. Oh, 3 Lebenspunkte noch. Könnten wir super fangen damit, aber haben wir ja schon 1. So, sehr gut. Sechs, 68 Schwierigkeitsbonus. Ach guck mal. Stufe 31 erreicht. Sehr gut. So, heilen wir mal die ganzen Haustiere. Der Strand. Warum habe ich denn den Krebs mit Stufe 6 noch hier drin? Das erschließt sich mir gerade gar nicht. Wir haben auch wieder Post. Ich weiß überhaupt nicht, woher.
Inagiatius. Inagitatius. Tatus, so rum. Aha, okay. Steingürteltier, das haben wir jetzt auch, ne? Das könnten wir auch mal nehmen. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Die können wir häuten, endlich. Das kann ich. Ah ja, okay. Hat er reingelegt. So, die müssen wir jetzt beschützen, aber kommt keins mehr, oder? Doch. Ah, guck mal, dann ist noch eine Aufgabe. Der Lunes Dienstmaid. Kommt keins mehr. So, war's das? Dauert ein bisschen lange, bis die kommen, ne? Ah. Ah, okay, super. Nummer 1. Ne, was ich gesucht habe. Hier war das nicht. Oh, oh, ach ja, hier. Nicht, dass irgendwie mal jemand irgendwas angefragt hat oder so. Und denkt, ich antworte nicht. Schwerer Balk. Oh. Ja, geht doch. So. Was haben wir hier? Zwei Felsviper. Bin immer gespannt, ob wir irgendwann in der Levelphase mal so ein blaues oder sogar ein episches Random-Item irgendwo finden. So. Ah, okay. Ach, genau, das sind die Ruinen, die wir da von dem toten Bruder suchen mussten. Alles klar, okay. So, und die Aufgaben hier dienen wahrscheinlich dazu, ganze Sache irgendwie zu entschlüsseln. Ah, oh, guck mal, nur Brustteil, das nehmen wir dann. Plus 6 Grit. Zu den Waffen. Ihr erkennt diese Statue sofort aus den Skizzen in Furiens Tagebuch. Obwohl euch der mit dem Eintrag verbundene Text nicht gegenwärtig ist, scheint diese Zeichnung selbsterklärend zu sein. Nach der Schlacht sollten die Waffen der Feinde dem Becken dargereicht werden, um im Austausch dafür ein göttliches Geschenk zu erhalten. Als er über das Ritual nachdenkt, bemerkt er das Funkeln von Stahl in einem nahegelegenen Waffenregal. Ah, okay. Satyrsäbel brauchen wir. Droppt einer von denen. Ah, okay. Was kann ich jetzt mit dem anfangen? Platziert 20 auf Elunes Dienstmaid. Okay.
20 ich Stück. Ich habe kein Ziel. Schade, da lässt ja nicht mal jeder eins fallen. Der da vorne hat aber einen in der Hand. Den hätte ich gern. Nö. Okay, was haben wir hier noch? Nummer 2 entdeckt. Göttliche Stärkung. Erhöht die Gesundheit während des Aufenthalts in Desolace um 15%. Das ist ja geil. 10 Pfund Fleisch. Furiens Tagebuch. Nach zu urteilen wurde dieses uralte Kohlenbecken hier aufgestellt, um Opferrituale durchzuführen. Soweit ihr das vom Eingang aus erkennen könnt, wird derjenige gesegnet, der das Fleisch von Elunus Feinden auf die brennenden Glutspäne im Kohlebecken legt. Ihr seht euch um und beschließt, dass die Satyren, welche die Region derzeit beherrschen, sicherlich als Feinde bezeichnet werden könnten. Okay. Also Satyrfleisch. Ui, okay. Können die jetzt auch noch fallen lassen? Na, da haben wir ordentlich was zu kämpfen hier. Ist ja nicht. Opfergaben angenommen. Muss ich nochmal hoch? Opfergaben angenommen. Nee, okay. Wir müssen erstmal die 10 Pfund Fleisch abgeben. Kleine Lakai dort. Auf damit. Ah, schön. Da war einiges dabei. Warte mal. Dreimal direkt. Super. Was haben wir hier? Katka schnubbert. Ha, geil. 13 Mal. Ach so. Okay. Nummer 4, was kriegt denn da hinten rum? Eine Wüstenspinne. Die haben wir auch noch nicht und die nehmen auch gleich mit. Ja. Wenn die Haustiere immer direkt in der Nähe vom Gegner sind und Alpina stürmt an, dann sind die Gegner komischerweise oft tot. Hey, komm her. Oh, guck mal, das Vieh lassen wir. Rotschwänzige Streifenhündchen. Auch Stufe 9 und selten. Ja, da machen wir erstmal. So. Machst du erstmal weniger Schaden? Ne, andersrum. So, jetzt. Und jetzt hauen wir dich. Dreimal? Ja, okay. Nicht war das schlimm. Müssen wir jetzt eh wegsäbeln. Oh, nice. 120. Ja, geil. Na, da greifen wir mal so an. 1, 2, 3. Wenn sie jetzt plus 2 mal machen würde, fände ich gut. Einmal. Und jetzt dreimal, dann wären wir gut dabei. 114. Ja, das müsste reichen. Ja, okay. Wir können es schon probieren. Wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Das ist ja super. Rost, rotschwänziges Streifenhörnchen. Na komm. Beim zweiten Mal direkt. Super.
Das finde ich ja geil. Da hatten wir jetzt Glück, dass so ein Vieh dabei war. Schön. Kann das was? Ja, das ist auf jeden Fall stärker als unser Steingürteltier. Ja, ich nehme das mal rein. Hat ein bisschen weniger Leben. Oder sogar ja, deutlich weniger. Irgendwie 80, 90 Leben weniger. So. Und für Satyrfleisch brauchen wir noch 5 Mal. Ja. Ah, da hinten stehen auch Säbel rum. Ich wollte schon sagen, die haben da vorhin von irgendeinem Waffenständer erzählt. Ja, hör auf damit. Aha, super, 3. Da haben wir jetzt 8. Okay, 12 noch und 4 mal Fleisch. Das ist immer komisch, wenn er sich so ein bisschen teilt. Dann wählt er immer ab und dann braucht er einen Moment, bis ich den richtigen wieder angetappt habe. Ich brauche ein Ziel. Ah, super, nochmal Fleisch. Wie komme ich denn hier hoch? Oh, hier wäre noch eine Wüstenspinne. Bin gerade im Kampf, das wird nicht gehen, ne? Toll. Jetzt hat er die Wüstenspinne weggehauen. Scheiße, so, 2 Fleisch noch. Ich habe kein Ziel. Hä, geht sie irgendwo hoch? Ah, okay. Reicht schon. Auf Furiens Spuren. Es ist euch nun eindeutig klar, dass diese Ruinen diejenigen sind, die Furien in seinem Tagebuch verzeichnet hat. Nachdem ihr die Steingravuren auf den Ruinen selbst untersucht habt, habt ihr den Eindruck, dass ihr nun weite Teile von Furiens Texten entschlüsseln könnt. Super. Ha. Nichts, was ein paar Melonen nicht richten können. Die Markierungen der Ruinen von Sageron in Kombination mit den Informationen aus Furiens Text lassen in einer Sache keinen Zweifel. Mit dem Brunnen im Heiligtum von Elune hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Es scheint, dass er einem besondere Kräfte verleiht, wenn man sein Gesicht in seinem Wasser wäscht. Als erstes muss es im uralten Brunnen natürlich etwas geben, mit dem man sich waschen kann. Während ihr über dieses Problem nachdenkt, bemerkt ihr eine Melone an den Wurzeln eines Baumes. Reinigungsritual durchgeführt. Vielleicht unterirdisch, oder? Ach, hier. Okay, das habe ich vorhin. Brauchen also eine Melone. Wo soll ich denn eine Melone herkriegen? So, es fehlen immer noch 2 Fleisch. Okay. Ich brauche ein Ziel. Gut, einmal Fleisch noch. Das ja direkt abgeben. Und Waffen haben wir 11. Gut, Fleisch haben wir alles dabei. Und dann dürfte ich das direkt hier oben abgeben oder wo? Hoffe ich doch.
Becken erwartet still seine Opfergabe. Eine Opfergabe. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss jetzt alle 10 da reinschmeißen. Super, 10 Pfund Fleisch. Das göttliche Becken versieht euch unhinterfragt mit einem Segen. Okay. Göttliche Stärkung. Okay. Erhöhte Gesundheit während des Aufenthalts in Desolace um 15%. Haben wir doch schon. Grundgesundheit. Oh, das auch. Okay. Merkwürdige Questreihe. Kenne ich überhaupt nicht. Satyrisches Opfer. Es erhaltet euch, dass diese uralten Relikte euch mit einem Segen ausgestattet hat, der eigentlich für eure Feinde gedacht war. Ihr seid entschlossen, so viel Nutzen wie möglich aus dieser unbeabsichtigten Gabe zu ziehen. Okay. Was? Ach, warte mal. Nee, ist okay. Das wäre das nochmal. Wir haben das ja jetzt eine Stunde. Gut, nehme ich jetzt nicht nochmal an, das wäre dasselbe. Gut. Ja. Okay, der hier noch. Gut. Frag mich immer noch, wo ich mir eine Lohne herkriegen soll. Irgendeinen Baum. Wir sehen uns den Questtext nochmal durch. Aber erst in der nächsten Folge. Hier machen wir Feierabend für heute. Ach, guck mal, was hier rumliegt. Eine Melonenfrucht. Ha, na sowas. Ich bin ja bloß wegen Katka Schnurrbart her. Ja, wunderbar. Machen wir Feierabend für heute, hier und jetzt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.